Oh, falsche Kamera. So, sei schon besser. Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen, Leute. Blue Fire. Ja, habt ihr eine oder andere hat's, ne, im Wochenplan gesehen. Wir starten heute ein neues Spiel. Blue Fire. Nur so ein bisschen was gesehen. Es sah halt aus wie The Legend of Zelda. Halt wirklich Wind Waker trifft auf Dark Souls, trifft auf vielleicht noch ein, zwei andere Spiele. Und da habe ich mega Bock drauf. Und ich würde sagen, wir starten, spielen das Spiel auch durch, hoffentlich. File. Oh, File Name. Ja, Keyboard Input, Moment. Also, genau, Plan ist auch das Spiel durchzuspielen, bevor wir eine große, bevor wir eine neue Series starten. Ne? Ich sag nur Forza, Forza Horizon 5, Anfang November. Sollten wir also gut durchkommen. Ne? Sollten wir gut durchkommen, ich bin sehr gespannt und ja, hoffe der eine oder andere bin auch gefallen dran und denkt sich, ja, kann ich ja mal selber zocken. Könnte ich mir ja mal besorgen. Okay. Attack. Oh, sehr süß. Hallo Anne, mein Guter. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ich schalte mal wieder um. Jetzt haben wir die Katze hindurch. So. Ja, schön, dass du da bist, mein Guter. Ja, und ich muss sagen, das ist wirklich, also... Der Stil... könnte halt einfach Wind Waker sein. Es könnte halt einfach Wind Waker sein. Test Subject. Subject appeared to be moving forward, but was quickly corrupted. Oh, wir können Dinge auch kaputt machen. Okay. Finde ich gut. Man startet. Oh, das macht uns. Okay, die Seuche macht uns Schaden. Ah, not good. Okay, das ist nicht gut. Okay, Pots, die wir erstmal direkt smashen können. Sehr gut. Okay, wir sammeln, wir sammeln. Oh, goddammit. Irgendeine Art von Currency direkt ein. Da ist unser Dash. Okay, da ist Camera Lock. Boah, soweit so gut, soweit so gut. Frage ist, wo müssen wir erstmal hin? Klar, das ist. Könnte ja Loot sein, also. Hidden Loot und so, ne? Deswegen, alles, alles, was man kaputt machen kann, wird kaputt gemacht. Konsequenzlos hier. Ja, bisher. Okay, wir sammeln irgendwelche Seelen ein. Ich sag mal Seelen. Pile of Corpses. Nice. Isn't that lovely? Okay. Doppelsprung haben wir nicht. Können wir an Wänden irgendwie? Nee, können wir auch nicht. Okay, wir können dashen. Ohne Cooldown gefühlt. Oh, hold to jump higher. Was hat das Game für Tags? Adventure, Action? Das ist eine gute Frage. Wir können ja mal kurz reinschauen. So ist ja nicht. Ne? Wir können ja mal kurz Stoppage. Genau, das ist das gute Spiel. Blue Fire. Action, Adventure, Indie, Singleplayer, 3D. Souls-like. Nein, okay. Wir gucken mal. Vielleicht kann man ja danach, wenn man ein bisschen gespielt hat, noch ein paar Tags hinzufügen, weil das ist ein bisschen wenig. Ist ein bisschen wenig. Aber ja, relativ neu, 4. Februar, also noch nicht so alt, wirklich. Halbes Jahr. Gutes halbes Jahr. New Input Detected. Und bisher, also startet ohne Probleme. Das ist ja schon mal, ne, viel wert. Switchen zwischen, okay, Doors blocked. Alchemist Tower, Doors blocked. Souls-like. Immer, immer. Heutzutage doch immer, du weißt doch, wie es ist. Okay, Türen sind blockiert. Bisher startet ohne Probleme. Restore Health. Startet ohne Probleme. Rein und raus tappen, ne? Weil man muss sagen, wie es ist. Es gibt Spiele heutzutage, die sind damit überfordert, wenn du rein und raus swapst. Key can only be used once. Okay, so Dungeon Keys, Legend of Zelda. Mhm. Also rein und raus swappen, kein Problem. Shadow Fragment. Interesting. Spirits.
Oh, the good stuff. Okay, Controls. Wir müssen mal die Kamera ein bisschen. Camera Speed mal ein bisschen höher drehen. So, ja, Sam, ich weiß, das ist. Das ist immer noch so slow. Okay. Camera Speed. Okay, mehr ist nicht. Cam. Auto Adjust. Smooth Camera Rotation. I mean, sure. Das ist ein bisschen besser. Na gut. Genau. Und Inputs. Controller an. Spieler kennt sofort den Xbox-Controller. Ne? Normaler 360-Controller. Und einmal auf die Tastatur drücken und der swappt instant. Und swappt dann auch wieder zurück. Das hat man alles schon anders gesehen. Deswegen bin ich da doch froh drüber, dass das einfach funktioniert. Hast du schon mal überlegt, einen Economy Builder à la Factorio oder Dyson Sphere Program zu spielen? Hab ich überlegt. Der gute Vinguloras hat mich auch schon gefragt wegen Factorio Stream When. Aber das sind nicht so ganz meine Spiele. Emote Statue, Travel of the Land, When Facing Evil. Do not underestimate the power of emoting. Would you like to learn a new move for 200 or... Nope. Fuck off. Genau. Das sind nicht so ganz meine Spiele. Vor allem ist das ja sowas, man sieht es ja so ein bisschen an zu Plus, wo... zu Plus. Bei zu Plus bestellen wir immer unser Katzenfutter und anderes Zeug. Ja, gute Seite. Hashtag No Sponsor. aber, genau, man merkt es bei Planet Zoo, es ist sehr zeitintensiv. Es sieht sehr satisfying aus. Also wenn man dann so sieht, so die ganzen Factorio und dieses Dreidimensionale, ich weiß jetzt nicht, wie es hieß, wo du auch halt Factories zusammenbaust, sieht sehr nice aus. Und wenn das alles mal steht, bestimmt sehr befriedigend, aber bis man erstmal da ist, du. Huch, sorry. Doremi. Frage ich gar nicht erst nach Map Painting Games. Wie. Warte mal, Map Painting Games? Was sind denn Map Painting Games, mein guter? EU4 oder. HOI? Ist das das Hearts of Iron? Beethoven, ein Flute Player. Greetings, Traveler. My name is Beethoven. I'm only but a humble flute player, gazing upon this incredible view. Oh, schön. The wind on my skin, the light in the distance. Amazing. Do you really believe that long ago people actually lived out there? I guess. Hearts of Iron. Nee, genau, solche Spiele leider auch nicht. Nicht so meins. Auch nicht so meins. Es ist, ist nicht vergleichbar. Anno. Ich bin ein Anno-Fan, das muss ich sagen. Ah, das ist ja nicht so ganz vergleichbar mit diesen Dingen, würde ich sagen. Kann ich irgendwie rennen oder so? Ich kann springen, schlagen. Das ist schon mal hervorragende Dinge. Fire Essence. Okay, wir brauchen 200 Ore, damit wir da hinten den Mode kaufen können. Dash. Ja, wir können dashen. Da. Oder wir haben 4. Minions! I mean, Mobs! There's shit going on. Und da ist Geld. Okay. Jetzt haben wir auch genug für das Emote. Goddammit, jetzt müssen wir mal zurück hier. Okay. Ich wollte gerade sagen, wir kommen nochmal zurück. Und dann kaufen wir das Emote und gucken mal, was es dann damit auf sich hat. Ist ja dann wirklich so, ne? Neo, mein Guter. mit einem Emote einfach mal eine Tür öffnen. Yes, please. Levitation. New Emote unlocked. Okay, how do I... What is this? First person? Okay, cool. Ich kann winken. Ah. Und ich kann Dinge tun. Map Painter in dem Sinne, dass du eine Aktion spielst. Genau. Du hast dann auch wie Risk, ne? So Tabletop. Aber Risk doch auch sowas, ne? Warum hast du eigentlich zwei Buster Swords? Hab ich mich auch schon gefragt. Und die andere Frage war, gibt es noch andere Waffen? Aber ich vermute fast nicht. Man ist immer so Double Sword Wielding. Sollte aber ein, zwei Skins geben. Okay, warte mal. They say before the castle was built, cities existed way down in the ground. Sorry for drifting off like that. It's just, this view gets me thinking about so many things. The gods, the queen, the shadow. So many things are said to have happened here. I should make a tune about this. The wind on my skin. Okay, ja, yeah, jetzt sind wir hier in einer Loop. Lass uns mal gucken. Okay, wir konnten ein bisschen hovern vor ihm. Nee, es ist interessant. Ist einfach doppelt so gut wie Cloud. Ja, wird sich zeigen. Ich bin gespannt, was es so für Techniques am Ende gibt, weil
Cloud war schon ziemlich badass. Cloud ist schon, puh. aber ja, bisher, wir haben ja kurz den Trailer zusammen gesehen. Da war scheinbar wirklich Combo-Action, da konnte der Charakter Wallrun. Das ist ja alles noch nicht so. Bei unserem kleinen Männchen hier. Aber ich bin da guter Dinge. Ich bin da guter Dinge. Ich möchte auch immer mich gut umgucken hier. Ne? Verstecktes Loot und so. Ah! Du! Okay, wir haben ihn schon zu Tode gestaggert. Oh boy. Checkpoint. Hell yeah, Bonfire. Dammit, required Vessel of Souls. So viel dazu. Setz erstmal das Torschild. Ja, 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 das ist doch kein Problem, Andy. Das ist doch kein Problem. Sagte er und stürzt vermutlich gleich in diesen etwas tieferen Abgrund. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich bin aber sehr gespannt, wie knackig das noch wird. Oh, ist das unser erster? Nein? Okay. Press RT, switch to... Ah ja. Okay, cool, cool, cool. All the good stuff, all the good stuff. Ah, ich wollte schon sagen, das sieht doch verdächtig aus. Na, was haben wir denn hier? Hello there. Ah, okay, einmal im Locked Mode bist du dabei. Bis das Target stirbt und dann ist wieder Schacht im Schicht und so, ne? Okay. Warte mal, ich kann ja nur... Ah, so war das. Ja, 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 ja. Okay, ja. Irritierend, dass Locked On weg ist, sobald das Target stirbt. Aber... Gewöhnungssachen. Gewöhnungssachen. So, jetzt gib mir mal hier Juicy Loot. Wahrscheinlich ist es nur... Wait, das sind zwei Kisten? Nice. Old key. Can be used to open a locked door. Nice. Warte mal, kann ich die... Okay. Ich bleib jetzt hier. Ich wohne jetzt hier. ein Schild. Nice, nice, nice. Hold B to block. Oh. Oh. Okay, okay. Finde ich gut. Warte mal, wir heilen das erstmal. Das sieht so aus hier wie aus Breath of the Wild. Reject humanity, become loot. I'll become the loot source myself. Sehr gut. Oh, und das sieht... Sieht das nach Hidden Loot aus, sobald wir Wallrun können? Maybe. Maybe. Okay. Oder? Nee, das ist... Ah, nee, das geht einfach hier weiter. Ja, man muss Augen und Ohren offen halten, ne? Wenn ich da so an The Legend of Zelda denke. Da gab's auch immer Hidden Stuff. Okay, Vessel of Souls. I don't have that shit. Sieht einfach nach... Ja, genau. Zerstörtes Hyrule Castle. Ganon war hier ein bisschen am Schüsseln. Genau das ist es eben. Warte mal, kann ich das aufschlagen? Interior Garden. The door is blocked. Okay, ich frag mich gerade, kommen wir bei all diesen Dingen später noch rein? Das wäre schon ziemlich nice, muss ich sagen. Da kommen wir her. Ja. Yeah. Okay. Machen wir mal. Ja, komm, mach mal auf das Brett. Kann ich das im Laufen aktivieren, das Blocken? Ja. Meinung zum neuen Mario-Film. Ich habe nur ganz kurz den Trailer gesehen. Also... In der Nintendo Direct habe ich gesehen, dass ja, wer die Stimmen sind. Und da muss ich sagen, erstmal teilweise ein nicer Cast dabei. Jack Black als Bowser finde ich, wird glaube ich gut. Ja, und dann gab es da direkt Animationen zu sehen. Ich bin mir jetzt nämlich gar nicht mehr sicher so richtig. Warte mal, wir gucken mal, wie es... Nice, Perry. Somewhat. Okay, wir staggern ihn nicht. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Ich bin nicht abgeneigt. Das soll, glaube ich, ein Animationsfilm werden, ne? Oder wird ja, wenn die nur die Voice Actor. Ja, 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 okay. Ich bin gespannt. Lass mich überraschen. Hab schon Kommentare gelesen.
Leute waren... What the... Die sind ja eklig. Leute waren teilweise nicht so amused. Wo ich mir denke, naja, gut. Das ist, warte doch erstmal ab, Leute. Warte doch erstmal ab. Hinterher kann man immer noch bashen. Naja. Ja, also, ich bin gespannt. Ich freue mich immer über... Oder freue mich natürlich generell drauf, wenn es Spiel, Film, Adaptionsgedöns gibt. Sei es animiert, also so 3D-Animation. Oder... Oh, nice. Oder halt ein Anime. Na, ich sag nur Pokémon Origin. Sehr gutes Stuff. Und Castlevania. One Fire Guard. Und Dota. Dota hatte auf Netflix. Das fand ich auch sehr nice. I've been waiting for you. My name is One. I'm the last of the Fire Guards. The only survivor of the Fire Keep Raid. For centuries, I have carried out what seemed to be a senseless task. I have protected this abandoned keep in the name of the guards. I have protected a hopeless faith. But now, you're here. Penumbra awaits your blade, warrior. Time is slipping through our hands as we speak. Krieg ich ein neues Schwert? That glowing stone behind you. That is a void entrance. Throughout your journey, you will come upon many more void entrances. Mhm. These gates are links to a forgotten realm, known as the Void. It is where our ancestors trained. You must seek as many void entrances as you can. Through them, embrace the Void and seek our ancestors' powers. Only through this you will be able to prove your worth and claim the secret power of the guards. Warrior of Light and Shadow, when the time comes, we shall meet again. Okay. Ist es jetzt so aller... Ah, ist es nicht. Okay. Ich wollte gerade sagen, ist es so aller The Legend of Zelda Twilight Princess, du triffst einen so Wolfsgeist, was ja dann der Krieger war, an verschiedensten Orten und kriegst eine neue Technik. Aber das ist ja wirklich ein Mini-Dungeon? Grace of Lula, The Void. Okay, wir müssen 30 Orbs einsammeln. Love it, love it, love it. Gibt's hier Hidden Loot? Wahrscheinlich nicht, ne? Hm. Ich könnte wahrscheinlich zurückgehen, ja. Ja gut, schauen wir mal. Das wird natürlich, wenn es genau 30 sind, sehe ich schon, wie ich es phänomenal gut schaffen werde, diese Dinge zu übersehen oder zu verpassen. Und dann erstmal backtracken darf, es gibt keinen Morgen mehr. Na gut. Der Wolfsgeist, aka Link aus Ocarina of Time. Aber war das auch... Also der Wolfsgeist wurde doch zu diesem komischen Skelett. War das auch... Also war das der Link aus Ocarina of Time? Andy. Andy-san. Senpai, sorry. hab ich da jetzt schon was verpasst? Ja, genau, auf jeden Fall war das gerade so mein erster Gedanke. Aber es ist ja doch ein bisschen anders. Ist doch ein bisschen komplexer als einfach nur mal so ein bisschen Tutorial und dann kriegst du es. Und da muss ich an der Stelle mal sagen, Twilight Princess für die Switch wäre auch mal eine nice Sache. Aber halt dann qualitativ hochwertiges Remake. Ne? Nicht das, was sie momentan so raushauen. Ja. Denn das war ein Spiel, das war so... Eins der Zelda-Teile, was ich wirklich zu 100% damals completed habe auf der Xbox, auf der Gamecube noch, ne? Das kam ja für Gamecube und Wii raus. Das hatte ich damals für die Gamecube. So richtig schön mit Lösungsbuch und einfach mal 100% gemacht. Okay, easy. Was kriegen wir denn jetzt? Ah, Herzcontainer. Nice, nice, nice. Aber noch was? Ihr habt da noch was, oder? Ich brauche Abilities. Doppelsprung. Nein? Main Quest. Enter the Void. Completed. Okay, cool, 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 cool. Cool, 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 cool. Da war auch noch ein Weg, das müssen wir uns merken. Ich sehe schon, wie ich dann manchmal Dinge... Twilight Princess ist eines meiner Lieblingsteile. Ja, meiner auch. Da bin ich bei dir. Es war so gut gemacht einfach. Und da würde ich wirklich gern...
Man weiß, so richtig schönes Upgrade. Die Switch kann ja doch ein bisschen mehr als die Wii. Und davon einfach mal wirklich ein gutes Remake. Sehr, sehr gerne. Da hätte ich wirklich Bock drauf. Ist die auch kaputt machen? Nee. Oh, warte mal, aber kann ich vielleicht. Die Frage ist, ist da was? Okay, es ist. Der Charakter ist sehr floaty, muss man sagen. Und ich find's gut, wie offen die Welt ist. Ah! Das war knapp. Also offen im Sinne von, ne, man kann. Mit dem Remake sieht schlecht aus. Ah, aber Andy. Warum denn das, mein Guter? Hast du da schon was gesagt? Oder ist einfach so, ach nee. Schmeißen wir lieber. Nintendo soll. Stimmt, sie sind ja. Ja, du hast recht, my bad. Ah! Okay, er hält sich da nicht dran fest. Na gut. Stimmt. Breath of the Wild 2. Das kam Anfang nächsten Jahres noch raus, oder? Weil ich habe letztens überlegt, Anfang nächsten Jahres. Das wird sehr spieleintensiv. Mit Pokémon Legends of Arceus, Guild Wars, dem DLC. Dann, ich glaube, es war Zelda, Breath of the Wild und noch irgend. Ich habe die Spiele schon teilweise wieder vergessen. Gefühlt kommt da echt früher. Also so Januar bis April nächsten Jahres droppt echt viel so. Irgendwann nächstes Jahr. Okay, haben wir noch eine Ruhezeit dafür. Ja, haben wir noch eine Ruhezeit für. Hallo. Wieso bist du denn angeschlagen? Nope. Diese Mist. Okay. Das ist bad. Ich ziehe mich nämlich mit meiner Schlagkombo ran an die Viecher. Not good. That's not good at all. Na gut. Okay, nee, die soll ich nicht climben, glaube ich. Zumindest nicht da, wo ich es gerade versucht habe. Ja, Die sind ein bisschen biestig, weil man sich so übel randischt. Ah gut, alles eine Frage der Übung. Und dann wird das schon. So. Ach, okay. Wenn es der oberste ist, dann hält er sich dran fest. Na gut, ich meine, es macht ja Sinn. Es macht ja Sinn. So, 400 von dieser Essence. Ich hoffe, unser. Warte mal. Das sieht wie der richtige Weg aus. Das sieht wie der richtige Weg aus. Wisst ihr, wie ich meine? Wir haben ja. Ah. Wir hatten ja davor noch einen Gang, den man hätte gehen können. Den ich erstmal konsequent nicht gegangen bin. Und gerade bei solchen Spielen. Nee, wir gehen nochmal kurz zurück. Es gibt Wall Damage. Und Schalter, die mit einer Zeituhr laufen. Okay. Und ich sterbe. Und sterben lässt einen auch ein bisschen HP verlieren. Na gut. Ah. Oh boy. Ah. Okay. Genau. Ja, in solchen Spielen, ich muss manchmal, also, ne, dieses, geht man jetzt den richtigen Weg? Goddammit, das war der richtige Weg. Ich wollte nicht den richtigen Weg. Ich wollte sterben. Ich wollte ja doch erstmal hier ein bisschen sidequesten. Und genau sowas, ne, verfehlt man dann. 200, ja bitte. Techno, new emote unlocked. Cool. Haben wir erstmal. Warte mal. Hier ist jetzt so eine Tür. Southwest Tower. The door's blocked. Aber die Emotes öffnen mir nicht die Türen, oder? Ah, nee, ich glaube nicht. Genau, aber sowas würde man dann natürlich verpassen. Und das ist nicht gut, sowas zu verpassen. Wer weiß, vielleicht brauche ich dieses gottverdammte Emote gleich in der nächsten. Oder im nächsten Bereich für ein bisschen Bonus-Loot. Man kann nie wissen. Und da bin ich jemand, ne, das ist. Es ist auch in anderen so Rollenspielen, Actionspielen immer. Dieses. Ah, es ist der richtige Weg? Okay, ich bin einmal drin. Scheiße, ist der richtige. Zeit zum Backtracken. Das ist natürlich immer. Karte wäre nicht schlecht. Ich frage mich, ob man da noch eine bekommt.
A la Zelda-Manier. Erstmal schön Dungeon-Karte, Dungeon-Kompass, Dungeon-Schlüssel. Also Boss-Schlüssel, ne? Und dann bist du good to go. Und hätte ich die Kiste da nicht zertrümmert wie so ein Idiot, hätte ich wahrscheinlich mir das alles noch leichter machen können. Aber ist okay, ist okay. Etwas größerer Raum. Schön wieder Seelen. Wir haben jetzt zwei Emotes bisher gekauft für je 200, also können wir davon ausgehen, dass sie erstmal... Da muss man... Hier muss man bestimmt nur ein Feuer machen und die Tür geht auf. West Guard Tower, so Doors blocked. Und das ist das Main Gate, wo wir auf der anderen Seite schon davor standen. Wenn ich raten müsste. Wenn ich raten müsste. Was haben wir hier? Druckplatte? Ich kann die ja nicht tragen, ne? Nee. Diesen Sprung, warte mal. Das ist sehr knapp. Aber ich bin bereit, es zu probieren. Ja, nein. Wenn der Double Jump da wäre, dann würden wir das einfach schaffen. Aber so leider nicht. Oh gut, man muss probieren. Ach, scheiße. Okay, warte mal. Okay. Kann ich dich hier baiten? Nee, ne? Okay, bye. Ah. Ha. Okay, ja, es ist praktisch, dass der Charakter so floaty ist. Oh, scheiße. Okay. Warte mal, geht das bei dem auch? Ich möchte... Ah, ich brauche irgendeine Energie dafür. Gut, dass mir das einer sagt. Das ist diese blaue Leiste. Aber wie fühlt die sich? Dann ist da und ich habe es eiskalt überlesen. Zieht man ab und zu. Und ich dachte, ich könnte jetzt hier einfach so den Perigord machen. Na gut. Na okay. Fire Shrine Statue. Das ist ein Bonfire. Nice. Das lädt auch unsere Heilung wieder auf, außer sie ist gerade durch das Mob voll geworden. Okay, töten. Also töten von Mobs füllt die Anzeige. Das heißt ja auch. Obwohl, nee, warte mal, draufschlagen war das schon, ne? Ja, draufschlagen. Okay. Bossfight wäre sonst auch ziemlich tricky, wenn du beim Bossfight die Dinger, die Anzeige nicht mehr voll bekommst, weil es keine Ads gibt. Okay, ja. Ich sehe, worauf das hier hinausläuft. Okay, staggern, da muss ich mich natürlich auch immer dran erinnern. Machen wir erstmal hier. Ist nicht so. Okay, was ist das? Ah. Ja, okay, ich sehe ein bisschen Stuff. Und das war der Ort da oben, glaube ich. Also war das doch schon richtig. Oh ne, oder war das hier? Ja gut, den kann man einfach mal ein bisschen... Ich laufe einmal außen rum. So, diese Orbs einsammeln. Wir wissen noch nicht, für was sie gut sind, aber es ist nie gut, Loot liegen zu lassen. Was haben wir hier? Direct Dash. Block. Release Movement. Okay. LOL. Okay. I see. Ja, der andere Trigger wird wahrscheinlich auf der anderen Seite sein, aber das soll mich erstmal nicht jucken. Ich gucke erstmal nach Bonus-Loot. Siehste? Bonus-Loot. Ich schaue mich erstmal. Das ist doch... Nee. Diamond Wings. Crafted during the War of Penumbra. These powerful blades made from diamond can tear with these through darkness. Sieht er? Und so leicht kann das hier gehen. Key Items. Weapons. Doppelt so viel Damage. Double the Damage, double the Fun. Ja, macht aber den Anschein, als würde es wirklich nur Doppelklingen geben. Das hier wissen wir noch nicht. Und hier haben wir West Guard Tower. Okay.
So. Jetzt können wir noch mal... Der ist noch nicht wieder runter. Okay. Ach, ist ohne Timer scheinbar. Na gut, fair enough. Ich dachte schon, jetzt muss ich hier rennen. Na gut. Okay, fine, fine by me. One-Shotten. One-Shotten finde ich gut. One-Shotten finde ich sehr, sehr gut. Das ist schon ein krasses Upgrade, muss man mal sagen. So, und du hast hier wieder Travel of the Land, One Facing Evil, Emoting. Yes, please. Das sind immer noch 200 Ore. Celebration. New Emote unlocked. Und jetzt haben wir hier Umbert's Secret. Difficulty 2. Schauen wir uns an. Gehen wir rein. Ich frage mich, ob das wieder nur ein Herzcontainer ist. Oh, das ist... Ja. Ich frage mich, ob das wieder nur ein Herzcontainer ist. Oder diesmal auch etwas wertvolleres. Ich meine, Herzen schön und gut, aber so eine Ability, ne? Das ist, da bin ich immer ein größerer Freund von. So. Muss ich mal sagen. Das ist immer mehr nach meinem Geschmack. Okay, hätten wir auch geschafft. Naja, gut. Jetzt bloß nicht verkacken. Keinen der Orbs liegen lassen. Ich bin mir nämlich nicht sicher, wie übel das hier ist mit dem Backtracken. Gerade wenn du sowas hast und dann wieder an Anfang musst, weil du siehst, am Anfang. Deswegen auch bei solchen Dingern immer erstmal nach hinten umdrehen, würde ich sagen. Immer erstmal gucken, ist hinter mir am Start einer dieser Orbs versteckt. Okay, wir drehen eine Runde. Wir drehen entspannt eine Runde. Ja, kein Stress. Kein Stress. So, dann sind es noch 5 weitere. Das sieht ganz gut aus. So, jetzt nehmen wir aber hier diese Abzweigung. Ja, mit der Distanz des Dashes, da muss man wirklich gucken. Ja, das sind die letzten. Perfekt. Okay, erste Stufe 2 Schwierigkeit, auch eine entspannte Nummer. Und ich frage mich, ab welchem Punkt das hier vielleicht noch mit Gegnern vollgepackt ist. So, dann zeig mal her. Ein bisschen schade. Can't carry more fire essence? Was? Why though? Fire essence slot. Ach so! Ach so! Okay. Das da unten links ist die Fire Essence. Das sind die Heals. I see you later. Okay. Ich will's schaffen. Ich bin. Okay. Nee. Das ist nicht. Das kannst du vergessen. Na, das ist der Double Jump, der uns fehlt. Na, das ist der. Da fehlt nur ein ganz kleines bisschen, aber dieses bisschen. Macht den Cool dann doch fett. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich würde mal auf den Boss tippen. Ich glaube, das ist unser Tutorial-Boss und danach wird das Spiel losgehen. Wem geht's noch so? Einmal am Ende eben. Das ist doch schon hier. Das ist doch ein Entrance hier. Doch. Das ist eine Boss-Arena.
Ja, das ist was Großes. Oder auch nicht. Ich lag falsch. Fierce Warrior in the Shadows. Listen carefully to this message. Upon the dawn of shadows have my brothers fallen. Vigorously have I too fought the shadows. But that same destruction now that threatens my deathbed. Through the tunnels in the heart of the city, there you shall find my resting ground. The forest shrine. Okay, also es gibt auch noch einen Szenewechsel. Warrior who vanquishes shadows with his blade. Please come to my aid. I will be waiting for you. Mhm. Na, was haben wir dann? Haben wir dann Wald und Meer, Vulkan? Ist wirklich leer. Ja, jetzt natürlich die große Frage, haben wir irgendwas vergessen? Backtracking technisch? Nee, es gab jede Menge Türen, die einfach zu waren. Save your spin attack for double jump to obtain more altitude. Hold the jump button to gain more. Ah. Okay. Einmal Tunnelsystem nach draußen? Klar doch. Aber Spin Attack haben wir gar nicht. Kommt noch. Kommt noch. Werden wir auch noch alles lernen. Und wer bist du? Und wer bist du? Du bist ziemlich widerlich. So einer bist du also. Uncool, uncool, uncool. Das ist wirklich nicht schön. Ja, ich würde mal spontan sagen, die Suppe dort brauchen wir auch nicht. Rusty set of keys, they seem useless. Da drüben war Loot. Ich hab das schon gesehen, du. Ich habe das gesehen. Da ist wieder ein Emote. Naja, das geht auch gut. Und du? Oh, wir können mit ihm reden. Okay, wir machen erstmal Emotes. Orib, Master Engineer. Oh, greetings, Traveler. My name is Orib. Now listen closely. I have traveled far across the land, seeking and studying the things I love most in the world. Elevators. Oh, yes, yes, I can see that look in your eyes. We both share the same passion for elevators, do we not? Oh, yes! Yes! They're indeed really fascinating machines. Penumbra was once flooded with elevators, transporting travelers out and about. Sadly, most of the ones that remain are broken. Say, are you by any chance heading for Stoneheart City? Elevators. I love elevators so much. Oh, Rip, stop. Try to stay calm. We'll scare our friend. Anyway, did you say you're heading for Stoneheart City? Eigentlich muss ich... Ja doch, ich soll in die Stadt. Ja, sure. Sure, whatever. I thought so. Well, it just so happens that one of the elevators in the tunnels leads to the city. Sadly, it's broken. But what do you know? Master Orib is here. I can help you fix the elevator. If you head up north and then head west, you'll eventually find the elevator. I'll meet you there. Now let me open the way for you. Ziemlich oft Elevator. Elevator duties. Yep, 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 sure, elevators. Good stuff, nice stuff, super stuff. I can't get enough. If only Umbridge could have understood my passion for them. Anyway, I meet you northwest elevator. Yes, yes, yes. Erstmal müssen wir looten, okay? Wir haben da schon wieder den Emote gesehen. Natürlich kommen da Spikes raus. Natürlich kommen da Spikes raus. Und der wird aufstehen. Und da ist Loot. Loot tut gut. Da ist eine Karte. Es kommt alles zusammen. Travel of the land when facing evil and emoting. Would you like to learn a new move? Yes. Windmill. Das sieht verdächtig aus. Okay, scheinbar nicht. Was haben wir hier? Du
Guards cannot resist anymore. A shadow approaches me. I can't stand it. That sound, that's deafening. I never imagined dying in such hell. Death to the goddess. Okay, anyway, there's loot. Sapphire ore. A highly valuable and rare precious sapphire. Cool, 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 cool. Stimmt, wir kommen noch in eine Stadt. Ah, da kann man bestimmt Upgrades kaufen. An old map. It seems to be written in a strange language. Kann man da irgendwas ausfindig machen? Wir sind da, wo der Pfeil so abgeht. Okay. Ich glaube, das ist alles noch ziemlich linear hier. Kann man jetzt entspannt machen. Erstmal gibt es hier einen Void. Fahrer Stream. Herzcontainer. Ein Herzcontainer nach dem anderen. Und das noch vorm ersten Boss. Pretty. Oh, das sind alle Spikes. Oh, okay. Ist okay, ist okay, ist okay. I can deal with that. Ja, klar, ohne Probleme, sagte er und ist übermütig. Oh, das ist aber gut zu wissen. Man verliert nicht seine bisher collecteden Orbs. Das ist gut zu wissen. Okay, mal gucken. Hier vielleicht? Man muss immer, ne? Man muss immer always double check. Weil gerade wenn solche Spike Traps sind, dann nochmal zurück. Das muss nicht sein. Okay, man kann auch... Ja, richtig floaty, der Charakter. Also, das ist mal ein anderes Plattform, du. Plattform, ich könnte auch mal wieder eine Runde Mario Maker spielen! Okay. ja, Konzentration, okay. Nee, aber muss ich mal sagen, ist ja doch ein bisschen her, die letzte Folge Super Mario Maker 2. Könnte man mal einen Angriff nehmen. So. Okay, also floaty, floaty, floaty. Wait, kann ich das abkürzen? Ach, ich will es abkürzen, aber ich glaube, ich sterbe dabei. Okay, nein, nein. Nein, nein, lass die Vernunft siegen, mein Junge. Don't do it. Okay. Ja, wirklich floaty as fuck, der kleine Dude. Okay, 9 Stück. Haben wir das verpasst? Na, das wird schon. Schön einmal außen rumlaufen. Wie gesagt, ne, man muss dreimal hinschauen. Man muss dreimal hinschauen, damit man nicht am Ende sich denkt, God fucking damn it. Ach doch, okay. Ja, doch, doch, doch. Das kommt hin. Das ist ganz schön tight hier, wenn ich das mal sagen darf. Erstmal runter, oder? Ja, und das wär's gewesen. Das ist so ein Orb. Ah, fuck. Das wäre unschön geworden. Shit. Okay. Okay, mehr oder weniger ohne Probleme. Das ist mehr oder weniger ohne Probleme. Sammeln wir unseren dritten Herzcontainer. Yep, unseren dritten Herzcontainer. Ha. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt durch die Anzahl, wenn ich ehrlich bin, dass man so viele gleich am Anfang hingedrückt bekommt. Das ist ein bisschen sus, oder? A rotting body. Ja. Muss ich hier emoten? Okay, und was hat das mit dem Auge auf sich?
Ist hier irgendwas, was man anvisieren kann? Nee, ne? Eigentlich nicht. Alles sehr, sehr dubios hier. Ist das was? Da hinten ist ein Gitter mit einem Loch drin. Wahrscheinlich kommt man von der anderen Seite, kann dann mit einem Schalter hier auf der Seite rauskommen. So erstmal meine Vermutung. Das ist unschön. Oh, Savi. Und dann so eine Scheiße noch. Okay. Also die Typen, absolute AOE-Seuche. Sapphire, oder? Muss man im Hinterkopf behalten. Ich muss das mitnehmen, Leute. Ich muss das einfach mitnehmen. Okay, und diese Plattform immer noch ziemlich sass. Wieder einer? Okay, jetzt wird's aber langsam. Oh, oder könnte das hier mal eine Technik sein, weil hier auf so eine Plattform drin ist? Ich meine, es würde ja Sinn machen. Schauen wir mal. Path of Victory. 2 Sterne. Ah, neues Element mit Wind. Okay, mit so Updrafts. Path of Victory, The Void. Ah ja. Ah ja. Wait, what? Okay, das ist so eine Art Jump-Pad. So eine Art... Du kannst mich nur einmal benutzen und dann gehe ich auf Cooldown-Jump-Pad. Richtig, Fall-Damage. Ich hätte testen können. Okay, ich muss noch eine Sache testen auf jeden Fall. Und zwar kann ein Dash Sturzschaden Fall-Damage abfangen. Das war's. Okay, das ist tricky. Okay, da das Timing. Ich weiß nicht, ob das hoch genug war. Das sah schon mal nicht schlecht aus. Void Ore. Okay. Ja, das sieht so aus, als würde das den Fall Damage negieren. Oh boy. Stufe 2 ist. Also, die Kristalle kriegen mich gerade. Wait a minute. Oder ist das... Es kann auch sein, dass das ein Refill ist. Dass ich das gar nicht... Somewhat. Okay, okay, okay. Warte mal. Ich glaube, die geben mir einen kleinen Updraft. Mal testen. Also, komm. Spring nur rein. Es passiert nichts. Okay, so spät wie möglich. Auch nicht. Oh mein Gott. Nehme ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich gemacht habe, aber nehme ich. Okay, not bad. Wait, habe ich da Dinge verpackt? Nee, warte mal. Ach nee. Da komme ich noch hin. Oh, wir brauchen auch nur noch 10 dieser Orbs. Ab.
Fuckin'dammit. Okay. Ja, ich vermute fast, der wird uns auch nur wieder einen Herzcontainer geben. Weil ich da die Vermutung habe, die werden immer nur Herzcontainer geben. Weil wenn du... Scheibenkleister. Wenn das Stufe 2 ist und du hast dann am Ende so einen richtig tighten, üblen Plattformer, ne, dann kann es ja kein Item sein, was man auf jeden Fall braucht, um zu progressen, ne? Das ist nicht gut. Ich will das auf jeden Fall jetzt machen. Ich lasse mich da nicht abspeisen. Ah ja, okay. Okay, ich hatte irgendwie einen Double Jump raus, aber... Das habe ich... Ich habe denselben Shit davor auch versucht. Gefühlt, ne? Das ist natürlich immer... Die Inputs dann... Nein! Pff, scheiße. Dieselben waren, ist immer so die Frage an der Stelle, aber... Gefühlt... War es dasselbe. Okay. Erst so ein Heckmeck und dann zu weit fliegen, weißt du? Nein! Ah, apropos zu weit fliegen. Okay. Na, jetzt geht's los. Oh, ich kann das für einen Quickturn benutzen. Ah, okay. Ich glaube, das ist was, was auch noch notwendig wird. Notwendig sein wird. Ich krieg das nicht gebacken. Ich kriege die Inputs nicht hin. Also, konsistent, ne? Es ist, Das entwickelt sich hier noch zu so einem Shelljump. Nee. Und da habe ich zu früh gedrückt. Scheiße. Oh, Leute. Ich habe es noch nicht so ganz raus. Ihr merkt es. Und jetzt kriege ich nicht mal mehr diesen Spot hin. What the fuck? Ach, okay, und wenn man dasht, ist dann auf jeden Fall vorbei. Okay. Also. Er hat zwei Sprünge, wenn man so einen Kristall berührt, aber ich hab noch nicht ganz raus. Er macht die bei mir schnell hintereinander. Macht den von alleine, aber er macht ihn nicht immer von alleine. Okay. Vielleicht keine Inputs. Okay. Ich glaube, ich hab's raus. Ja. Fuck. Okay. Fall Damage! Ah, alles klärchen. Egal, wir sind wenigstens nicht komplett am Anfang. Solange uns der Fall Damage nicht tötet. Wir haben noch ein paar Versuche. Oh, das geht sogar ganz ohne Dashen. Ja. Okay. Ja, ein Gefühl für den Dash bekommen. Ich glaube, das ist gerade so auch eine der Prioritäten, mal davon abgesehen, die Kristalle.
Dann geh mal in mich gehen. Okay, komm. Du hast schon schwierige Dinge geschafft. Du hast schon schwierigere Dinge geschafft. Und du hast das gerade hart verkackt. Schön, Junge. Du bist besser als das. Oh, was ist? Kann ich nicht in der Luft blocken? Das ist irgendein Effekt? Nee, kann ich nicht. Okay. 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 Also ich muss mit dem Dash immer die Kristalle treffen, ansonsten ist richtig Schicht im Schacht. Okay. Oh, also die Kamera tief. Machen wir mal so, ne? So? So. Nein! Okay. Nichts. Aber ich weiß jetzt, woran es lag. Und ich glaube, die Kamera so runterzustellen ist eine gute Nummer. Ja. Ich bin über den Scheiß gedasht. Ich bin über den Scheiß gedasht. Über diesen Kristall. God damn it. Okay. Meine Güte. It's not that hard. Okay. Ah, finally. Ja, okay, ich verstehe. Das macht Sinn. Es sind nur Herzcontainer. Es sind nur Herzcontainer, weil andere Leute jetzt auch schon gesagt hätten. Fuck that shit, ich nehme das nicht mit. So, jetzt haben wir aber immer noch nicht die Truhe da hinten geklärt, ne? Also der Schalter fehlt irgendwie noch. Bonfire. Ja, einmal kurz hier einen chilligen machen. Gut, Umschutt, das sieht wild aus. Gebiet zum Laden. Will ich das jetzt? Weiß ich nicht. Ich will diese Kiste da haben, jetzt wo ich die so sehe. Ich kann es komplett blocken. Das ist natürlich nicht schlecht. Bloodstorm Blades. Embedded with poison. This weapon must have once belonged to one of the many thieves that roamed the tunnels. Okay, also wir haben jetzt auch schon ein Item, ein Schwert mit Dot. Oder hat's ein Dot oder ist es einfach nur... Die sehen cool aus. Aber hilft uns das großartig weiter? Man weiß es nicht genau. Aha! Mini-Boss-Fight? Yep, Mini-Boss-Fight. Okay, erstmal den kleinen. Oh boy, es sind mehrere. Okay. Ja, sie sind zum Glück slow as fuck, ne? Sagte er und wird von dem AOE getroffen, weil er einfach doch ein bisschen größer war als angenommen. Okay. Soweit so gut. Oh, große Chest. Fire Charm. A charm created by the gods that holds the power to cast powerful fire attacks. Charge and release. Ja, nice. Okay. Wait. Kann ich damit die Fackeln anmachen? Also, scheiß mal auf die Kerzen hier. Die werden uns keine Tür öffnen. Aber... Oh, wait a minute. Ist hier unten was? Sieht zu verdächtig aus. Aber, nee. Nee.
Nee, aber die Fackeln. Wir hatten doch schon, also so Träger. Was waren das so? Kerzenhalter? Nein, Lichthalter. Wir haben Dinge gesehen vor einer Tür. Sie halten halt nur die Flammen, da ist halt nichts mit Kerze oder so. Wo halt zum Beispiel zwei vor einem Gate standen. Bossfight oder NPC? Und nur eine war an. Also, ne, wenn man Feuerball schmeißen könnte, vielleicht sorgt das für Türen, die wir öffnen können. Bist du ein Gegner? Spirit Hunter. Well, well. What do we have here? Warte die ganze Zeit zu. Okay, Bruder. Well, what do we have here? Spirit Hunters, Soul Tamer. It is rare to find living beings these days, aside from the shadow creatures, that is, of course. They call me the Spirit Hunter. You see, I've traveled this land of many centuries after the dawn of shadows. And during these travels, I have learned many arts. Over the years, I've also mastered the art of hunting spirits. Listen closely, small one. How would you like to master the art of spirit hunting? Yes. Yes! I felt the desire to possess other souls in you. Now, my young apprentice, I shall explain. Spirit hunting is fairly easy. During your travels, you will come across spirits. Many survivors will also sell or give you spirits they have found themselves. Each spirit has a special power. To activate that power, you must equip the spirit at any fire shrine. Okay, fastest equip an dem Bonfire aktivieren. Once you've collected a decent amount of spirits, return to me. Now go and search for spirits. Make me proud. Spirits. I apologize, but spirits can't be simply given. A spirit respects its master and no other. Spirits must be earned. However, spirits can be traded as long as they have a right price. Yes, I have several spirits locked away, which I believe you could find useful. Ah. So was, mein Lieber. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Lässt erst mal ein Abo da. Lieben Dank, mein Guter. 9 Monate im 3. Fortlaufenden. Und schreibt, ich habe total vergessen. Sorry, ich bin gerade in der D&D-Runde von einem Freund, der die komplette Welt selbst ausgedacht hat. Ey, alles gut, mein Lieber. Alles gut. Kein Stress. Schön, dass du kurz vorbeischaust, dass du das Abo da lässt. Viel Spaß beim D&D-Spielen. Alles schick. Alles schick, mein Guter. Schalt einfach gerne einen anderen Tag ein, wenn du Zeit hast. Ja, mein Guter. Viel Spaß und ja, schöne Grüße, würde ich sagen. Yes. Holy crap! My heart. Storm Sentry. Increase dash length. Falling from high distances does no damage. Das ist uns egal. Wir können dashen. Dashing does damage to near foes and objects. Shadow grew. Reduce shield mana consumption. This is not bad. Wobei Storm Sentry wahrscheinlich am the most useful thing is. Slots. I see. You're interested in acquiring more spirit slots. Spirit slots are very rare. I could ever make them for you. But you will have to bring me rare items known as the void souls. If you come across 60 void souls, return to me. Remember to bring 800 ore for me with your service. You have enough void souls and... Sure. Ich glaube, das, was er verkauft, ist sowieso viel zu teuer. Ach, das sind die Dinger aus diesen Mini-Dungeons, ne? Aus diesen Jumping-Puzzles. Oh. Wir haben noch 60. Wir sind ja übelst die Rich Bitches hier. Okay, nice. Love it. Ha, cool. So weit, so gut. Was ist das hier? Kann ich das mitnehmen? I cannot. Kann ich hier was trinken? Warum ertrinke ich in seinem Kochtopf? What the fuck? Okay. Ja? Ja, das ist natürlich, ja, man kennt das. Oh, Obelix, bei dem wäre es auch fast so weit gewesen. What the fuck? What the actual... Oh, loot! Don't mind me. Ah, Sapphire.
Nett, 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 nett. Oh, wait. Okay. Hab ich gerade so gemacht. Und der Feuerrohr. Oh, wir müssen mal emoten. Wir müssen mal. Hello. Hello, good man. I can levitate as well. Can you see me levitate? Yes, yes, yes. You have returned, Hunter. Hear me now. Once you've collected 10 spirits, return to me. I will give you a reward. I see you still need more work. Remember to... Hunting. How is your spirit hunting? Yeah, well, I did not leave the room. Okay. Spirits. Collect spirits. Equip. Side quest. Spirit hunting. Oh, that's a side quest. Es gibt side quests und Hauptquests. Okay, cool, cool, cool. Gefällt mir, gefällt mir. Bin immer gespannt. Okay, das war seine Tür. Sehr prunkvoll. Können wir uns gut merken. Nö. Da brauchen wir eine Ability, welche wir noch nicht besitzen, nämlich das Wall Running, was wir schon in einem Trailer gesehen haben. So, und jetzt die Frage aller Fragen. Wir haben da davor der Raum, die Kiste, Dinge, das Gitter. Wait a minute. Wait a minute. Da geht's doch noch lang. Das ist der Elevator. Aber der funktioniert doch. Oder ist es nicht der Elevator, von dem der Elevator-Dude sprach? Wahrscheinlich ist es nicht der Elevator, von dem der Elevator-Dude sprach. Dessen Namen ich leider schon wieder vergessen, aber ich hab's nicht mit Namen. Egal. So, wir gucken mal. Oh, warte mal, gibt's hier Loot? Gibt's hier so hin? Nope, nope, okay. Also, wir behalten mal im Hinterkopf, wir haben einen Raum, bei dem es noch Loot gibt, was wir jetzt nicht holen konnten, weil warum auch immer. Was steht hier überhaupt? Tunnel Cross. Ah, lovely. Okay. Und dann haben wir... Wait a minute. Können wir hier drauf rumklettern? Wir können. Und wir... I feel like I'm... Ich habe das Gefühl, ich bleib hängen, wenn ich hier scheiße baue. Na gut, also, wir haben hier down einen Raum, ne, Gitter davor, Truhe dahinter, müssen wir uns merken. Sah verdächtig so aus, als wenn es irgendwo anders lang geht, um da ranzukommen. Da unten war noch ein Map-Change. Also im Gebiet, wir müssen, ne, immer im Hinterkopf halten. Wir haben halt keine Map, wir müssen uns das merken, Leute. Wir müssen uns das hier fleißig, fleißig merken. Und ich bin neugierig. Ich bin sehr neugierig, müsst ihr wissen, was das sieht. Das sieht so sass aus. Oder ist es so, ich lerne da Wallrunning. Wahrscheinlich lerne ich das Wallrunning. Okay. Aber wisst ihr, so Statue, das hätte auch gut sein können, dass man da einfach irgendwie lang tingeln muss. Oh, und wir müssen testen, ob der Elevator mich zerquetscht. Nein, tut er nicht. Okay. So, jetzt schauen wir doch mal. Wir haben hier wieder ein riesiges Gate. Wir haben hier irgendein Crossing, hieß es, ne? Tunnel Cross. Wir werden mal gucken, was es damit auf sich hat. Ah! Oh. Aber ist es dann richtig oder komme ich hier raus? Ich bin ein bisschen lost, wenn ich ehrlich bin. Es ist alles ein bisschen... Was sind so viele Wege? An sich eine gute Nummer, wenn es so viele Wege gibt, aber... Kann halt auch immer sehr doof enden, weil dann verläufst du dich, verrennst du dich. Bist an Spots, wo du noch nicht hin wolltest, weil du wolltest ja noch das Loot snacken. Tunnel Cross, aber vielleicht ist es auch nur... Oh, Black. Warum auch immer. Warte mal, hier die Kamera drehen. Nein! Okay. Warte mal, muss ich vielleicht... Okay, ja, das ist besser. Das ist viel besser. Ja, genau, das ist gerade ein bisschen...
Wir hatten unten bei dem Checkpoint auf jeden Fall was. Und was haben wir jetzt hier? Ach, unser Freund. Okay, okay, ja. You made it. This is the Northwest. This beauty will take you to Stoner City. If only Umbert was here to admire this baby. Anyway, I can help you fix this elevator. But in exchange, pay me 2000. What if you were to pay me later, but twice? Good luck. Okay, 2,4. Das ist gut zu wissen, bevor wir einen Geist gekauft hätten. Eventuell vielleicht... Okay, 2,4. Das ist ein bisschen viel Geld, Keule. Bin ich mal ehrlich. Ich dachte, wir sind Freunde. Ich stehe auf Aufzüge, so wie du. Ich bin großer Fan. Und dann... Von einem Liebhaber zum anderen willst du mich so ausnehmen. Und wir können das auch nicht irgendwie gut forcen. Instead of broken handcuffs. Ha, na schön, na schön, na schön. Dann soll es nun mal so sein. Haben wir auf jeden Fall schon mal einen Weg abgehakt, als, ey, da kommen wir später wieder, da geht's raus. Das ist gut. Wir haben den Ausgang des Dungeons hier gefunden. Können uns jetzt voll auf den Rest konzentrieren. Und ganz in Ruhe umschauen. Oh, was haben wir denn da Schönes? Ah, noch mehr Sapphire. Ja, das ist gut. Das ist nämlich auch was, das können wir dann verkaufen. In der Stadt, wenn wir dann mal da sind. Ich hoffe, wir schaffen das heute noch. Und gehen quasi nicht mit so ganz leeren Händen dann hier raus. Weil 2,4 am Ende bezahlen, dann denkst du dir auch, naja gut. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir sollten uns mal hier so ein Heilungsteil reinschmeißen, von dem wir noch nicht wissen, wie viel es heilt, jetzt wo ich drüber nachdenke. Es heilt auf jeden Fall 4, so viel wissen wir jetzt schon mal. Aber wie viel insgesamt? Okay, wir könnten jetzt hier runter. Ich möchte aber erstmal oben weiter lang schauen. Weil das sieht nämlich so aus... Oh, interesting. Das sieht nämlich so aus, als wenn man da irgendeine Ability bekommt, um dann da oben weiterzugehen. Wisst ihr, wie ich meine? Irgendwie... Ja, genau. Man könnte ja. So, und du? Der lässt auch keine Seelen, fällt mir auf. Das sieht sehr verdächtig. Oh, wait a minute. What? Nein. Ich wollte in den Kamin schießen. Ha. Huh. Ich fand die Idee gut, Feuer im Kamin machen, aber scheinbar... Sorry. Storage Room List and a Calendar. Alles sehr verdächtig hier. Oh, da ist ein Topf, da kann man wieder drin ertrinken. Wollen wir diesmal nicht machen? Ja, sag ich ja. Fuck a bullshit. Ich auch, hätte ich nicht gedacht, dass ich das mal sagen kann. Ich bin in einem Kessel voll mit irgendeiner Suppe ertrunken. Clark, the Fire Guard has fallen. It's now every man for himself. May the holy gods protect you. Okay. Oh, doch, der lässt was droppen, diese komische Essenz. Ja, okay, soviel zu meinem Masterplan. Da oben wäre ein Spirit. Wir müssen da irgendwie rankommen. Aber da sind widerliche Hitboxen bei diesem Teil. Wir sind auf diesen Flügel rauf. Dann wollten wir auf den, sowohl hinten als auch vorne. Warte mal, hier vielleicht? Hat ich irgendwas anvisieren? Kann ich nicht. Na schön. So, wisst ihr, wir waren da auf der Seite, dann wollte ich rüber. Warte mal. Vielleicht habe ich... Ich bin ein Floaty Boy. Warte mal. Yes, baby. Yes, baby! Okay, vergiss Abilities. Vergiss jede Ability. An aerial rat. A poisoned flying rat lurking in the tunnels. Okay, was macht der Spirit? Wait, wo ist der? Hier ist der. Increase sword damage while attacking in air. Nice, finde ich gut. Ich bin auch gerade sehr froh, dass wir schon den dritten Slot gekauft haben. Ja, aber eigentlich macht man das hier ganz anders. Fuck that shit. I don't need this. Okay, das heißt, wir gehen jetzt erstmal zum Schrein.
Okay. Ja, wir gehen zum Schrein. Alter, das ist die Place, die Place. Mwah. On point. Mana? Für Mana? Aber Mana ist doch voll, wenn ich hier weggehe. Ist das mehr Mana? Warte mal, warte mal, warte mal. Warrior, receive this blessing. Increase your Mana Power. Cool. Noch mehr damit. Oh, obwohl, warte. Diese Shadow Fragments, vielleicht brauchen wir die... Nee. Vielleicht kann man damit handeln. Vielleicht kann man damit handeln. Ja, nee. Das ist mir alles... Nein. Ich möchte erstmal die Stadt sehen. Ich möchte die Stadt sehen, bevor ich so richtig die Ressourcen einfach ausgebe. Sagte er, und wir sind bei einem gottverdammten Emote. Ja, gib mit. Head Kids Mug. Okay. Ja, when facing evil. Ich bin mir noch nicht sicher, was es mit den Emotes auf sich hat. Can't activate. Well, fuck me, I guess. Wobei das hier nach irgendeinem Endbereich aussieht. Drop it. Hallo zu Dead Dogs, mein Guter. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, mein Guter. Blue Fire, erste Folge. Erstes Spiel bisher. Ich bin verwirrt gerade. Also wir haben... Hier ist kein Durchkommen. Da ist der Dude. Sieht aus wie Fastboy Zelda. Es ist genau das. Fastboy Zelda. Es ist Wind Waker meets... Na gut, vielleicht nicht Dark Souls, aber... Doch schon so Rogue. Es hat was. Es ist ganz cool gemacht. Jetzt ist nur gerade so ein bisschen die Verwirrung. Ich hab vor 10 Minuten noch gesagt, oh, wir haben jetzt mehrere Wege. Okay, vielleicht vor 15 Minuten. Man muss gucken, was, wie, wo und überhaupt, ne, wie man sich jetzt bewegt, wo man langläuft. Dass man auch alles abnimmt. Wir waren bei dem Typen, der hat uns Spirits erklärt und hat uns einen Spirit-Slot gegeben. Spirits sind so Passive Abilities. Ich habe jetzt hier einen Spirit gefunden da oben. So ein bisschen Glitching. Wir haben eine Hitbox Abuse, die da halt in der Gegend stand, ne? Das ist normal halt. Und bei dem waren wir quasi schon, der hat uns Spirits erklärt. Wir haben den Spirit dann gefunden. Was es mit den Platten auf sich hat, wissen wir nicht. Das sind Jumping Puzzle, die am Ende einen Herzcontainer beinhalten. Und solche Ressourcen, die man braucht, um Upgrades zu kaufen. Irgendwie, ja, Ich finde, das ist so dieser Wind Waker-Style doch schon irgendwie in Ansätzen. Den fand ich damals auch so nice. Es ist wirklich süß gemacht. Es steuert sich gut, aber gewöhnungsbedürftig. Wir sind ein Floaty Boy. Wir sind wirklich ein Floaty Boy, muss man sagen. Ein Floaty Boy, der jetzt ein bisschen backtrackt, um Geld zu sammeln. Damit er die Aufzugreparatur bezahlen kann. Oh, warte mal. Au. Und wir können ja mal kurz... Wir gehen nochmal zusammen zurück. Einfach nur, um vielleicht zusammen zu grübeln. Weil ich möchte schon alles mitnehmen und wir brauchen 2400, um die Elevator-Reparatur auch zu bezahlen. So, pass auf. Hier ist ein Gate. Und dahinter ist eine Truhe.
dahinter nochmal ist so eine Art Tunnel mit einem kaputten. Ich vermute fast, man muss da durch. Ich vermute, man kommt von hinten. Weil ich sehe jetzt hier auch keinen Schalter. Oh ja, und wir kaufen Emotes. Ich habe noch keine Verwendung dafür gefunden. Aber diese Statuen erzählen dir was, diese da. Die erzählen dir was von wegen, ja, when facing evil, it's good to know some Emotes, my friend. So buy that shit für 200. Bisher habe ich noch keine Verwendung gefunden. Ich hoffe, dass zumindest dann in der Stadt, in der wir dann sind, ich vielleicht mich mit dem einen oder anderen gut stellen kann, weil ich Breakdancen kann. Weiß ich nicht. Ich will andere Sp Ah. Ich bin mir gerade. Ich glaube, es war nur Singleplayer, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Jetzt, wo du das sagst, könnte sein. Oh, und da ist so ein Teil, wo wir mal. Wir haben auch schon Feuerspell gelernt. Wir haben ihn noch nicht gegen den Gegner angewandt, schlauerweise. Okay, wir sind schwimmen gegangen. Wir haben ihn noch nicht gegen den Gegner angewandt, schlauerweise. Aber warte mal. Goddammit! Er autotargetet das Brett, warum auch immer. Nee, okay, es ist nicht so ein Spell. Na gut. Fucking Bullshit! Okay, ja, die Steine sind nicht da. Okay, na gut. Das heißt, die werden auch nicht da sein, ne? Oh, warte mal. Da ist auch dieses Zeichen. Kommt man da? Ich wette, man muss backtracken. Man hat später Double Jump und Wallrun und wie sie alle heißen, die Abilities. Und wahrscheinlich muss man dann wirklich nochmal zurückkommen. Später kann man bestimmt auch hier. Das ist übrigens ein Bonfire. Man kann dann bestimmt später nochmal backtracken und Sachen sammeln. So, jetzt überlege ich, wo war denn der Elevator Boy? Der war oben. Okay, ja, nee, war richtig oben. Nee, wir haben die 2-4. Dann werden wir jetzt einen Abflug machen und in diese Stadt gehen. Oh, warte mal. Die müssen wir mal smashen. Da könnte nützliches Zeug drin sein. Mal ganz davon abgesehen, dass da unsere Heals drin sind. Diese blauen Orbs, das sind Heals. Quasi Estus. Wir haben nur zwei. Wahrscheinlich gibt es deswegen auch so viele Herzcontainer. Und vielleicht haben die dann alles voll. Wow. Ich war zu floaty. Ich war viel zu floaty. Okay. Oh, come on! Okay. Das war nicht gut. Ja, ich habe nämlich, ihr seht schon, ich habe nämlich eine interessante Sache schon herausgefunden. Man kommt weiter, wenn man Sprung und Dash gleichzeitig ausführt. Aber man kann da nicht rüber, auch an der Seite nicht. Okay, das ist bad. Genau, denn. Denn wir können es entweder so machen, dass wir springen und dann dashen. Aber da sieht man ja die Distanz, in der das alles stattfindet. Oh, warte mal, oder ist das eine Timing-Sache? Okay, also Movement doch noch nicht so ganz entschlüsselt. Auf jeden Fall funktioniert das schon ganz gut. Außer natürlich, man hat so eine Nummer, dann muss man das doch anders machen. Aber die Tür kann man dann noch öffnen. Hitbox war also. Ja, sehr gut. So. Die sind respawned. Natürlich sind die respawned. Das bedeutet aber auch, dass. Ah, okay, wir können das alles noch mit Geld ausschlachten. Das ist ganz nice. Also, man geht durch den Raum. All die Räume. Ja, genau, all die Räume, aus denen man raus ist, resetten, was die ganzen Deko-Items angeht. Wir kriegen Seelen raus. Auch wenn es nicht viel ist. Wir brauchen erstmal alles. Wir brauchen erstmal alles. So, Kisten resetten leider nicht. So, du Halsabschneider. Ich dachte, wir wären Freunde, aber komm. Fix die Elevator. Klar, Mann.
Elevator duties. Perfect. This elevator is ready. Go ahead. Give it a go. Also, if you have some extra time in Stoneheart, feel free to pay me a visit there. Sure, buddy. Aber nach der Nummer... Ich dachte, wir hätten uns angefreundet mit dem. Ich dachte, wir wären wirklich Freunde geworden. Und dann will er 2400 haben. Okay. Ich dachte, wir wären jetzt raus aus diesem... Oh boy. Okay, wir sind noch nicht über den Berg. Oh, wir sind noch gar nicht über den Berg. Und wir können... Runterfallen! Fuck. Ha! Hello there! Scheiße. Okay. Ja gut, ich meine, wenn man runterfallen kann, kann man auch irgendwie wieder hochkommen. Ja, seht ihr? Okay, öffnet ein Gate. Das ist aber nicht dieses Gate. Ja, nu. Did I miss something? Oh ja. Die Leiter. Hast du deinen Donation-Button weggenommen? Eigentlich nicht. Hab ich das? Das wäre hart dumm. Der war aber eigentlich... Warte mal. Kanal? Moment. Meinst du auf der Infopage? Nee, da ist noch der Support. Dings ist da. Wenn man da draufklickt. Oder was mehr? Also, Donation Goes angezeigt und. Es heißt nicht mehr Donation, ich habe es in Support umbenannt. Falls du das meinst. Aber ja, ist noch da. Wenn man da draufklickt, wobei ich das. Ich wollte das sowieso nochmal neu machen. Ich bin nicht ganz so zufrieden mit dem. Layout oder mit der ganzen Übersicht mit den Grafiken, wenn ich ehrlich bin. Irgendwie nicht. Muss ich nochmal neu machen. Aber ja, nee, doch, ist richtig. Genau, da kannst du. Haben wir es gerade hingesetzt? Ja, haben wir. Genau, das funktioniert aber war nicht. Okay, dann ist es wirklich, dann ist es gleich gutes Feedback. Dann werde ich mir das dann nämlich mal anschauen. Oh, come on. Wir sind hängen geblieben an irgendeiner unsichtbaren Scheiße. Oh, aber ich kann mit erklimmen. Okay, also, Leitern. Dagegen rennen hilft nicht. Dagegen springen ebenso nicht. Können wir springen und... Okay, springen und festhalten geht. Das ist gut zu wissen. An einer Leiter sind wieder unsichtbare Hitboxen, was dafür sorgt, dass man nicht so einfach drüber springen kann. Und wenn die Leiter zu Ende ist, fällt man einfach runter. Okay. Ja. Interesting. Ja, man muss sich ja mit den Physics vertraut machen hier. Da wäre auch wieder eine Leiter, aber ich möchte jetzt erstmal oben bleiben. Wenn wir schon oben sind, möchte ich natürlich nach unten gehen. Fall Damage wird mit... Ja, Fall Damage wird mitgenommen. Okay. Na, die sind ein bisschen schicki. Oh. Achso, der Sound. Dankeschön, mein Lieber. Vielen lieben Dank. So, der hat 3 Euro. Danke, mein Lieber. Okay, der Sound. Ich muss mich da noch dran gewöhnen. Ich hab ein Gift dafür eingerichtet, aber ich habe den Sound schon wieder komplett ausgeblendet. Goddammit, die Rohre sind fucking... Okay. Das ist okay. Das waren 50 Seelen. Und eine Leiter negiert Fall Damage. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was auch Fall Damage negiert, ist das Dashen, was wir nur einmal in der Luft machen können. Immerhin 10%. Ja, ich danke dir, Guter, dass du da so fleißig schon getippt hast. Das war schon deine zweite Donation. Und wir sind, richtig, Hitbox. Und wir sind dem Cat Goal näher gekommen. Der Cat Cam. Da freue ich mich schon drauf. Ich habe schon so ein paar Dinge rausgesucht, die ich dann kaufen möchte. Für die Katzenecke. Ich habe auch schon die ein oder andere Sache besorgt. Es ist halt nur Webcam-technisch. Muss ich dann mal gucken.
Das ist halt das, was so ins Geld geht, das drumherum ja nicht mal so. Okay, wir merken uns, da ist eine Position. Wir sind ein Floaty Boy, wir können uns hier rauf begeben, auch wenn ich jetzt nicht weiß, inwiefern das uns weiterhilft. Nein! Okay. Oh, come on. Na gut. Denkt ihr das, was ich denke? Das ist vielleicht machbar. Das ist machbar. Ich weiß nicht, ob das intended ist oder ob das schon wieder die nächste Sache ist, wo wir einfach mit Platforming uns durchgewunden haben. Okay, love it. Okay, I like. Das war Geld, also vermutlich geplant. Stimmt. Aber war es schon mit unserem momentanen Gear geplant? Ne, denn es gibt ja Doppelsprünge und Wandsprünge. Und also Doppelsprünge, Wandsprünge. Man hat ja noch Mid-Air-Attacks, die wahrscheinlich für noch mehr Airtime sorgen. Ah, das ist haarig. Kann man da? Nee, da fällt man durch. Scheiße. Nee, okay, vergiss es. Das ist nicht die sinnvolle Sache gewesen. Wie kommen wir jetzt zurück? God fucking damn it. Okay, ja. die Hitbox sind im Bullshit und ich glaube, ich find's. Okay. Ich glaube, ich hatte gerade Scheiße gebaut. Ich glaube, ich habe gerade hart Scheiße gebaut. Oh, bitte sag mir, du startest irgendwo auf der anderen Seite. Please. Pretty. Fuck me. Okay, ja, wir haben jetzt circa 20 Minuten. Oder? Warte mal, wir haben die Geister. Wir haben jede Menge von den Dingen. Bitte sag mir. Okay, Elevator Duty is complete. Okay, wir können also. Okay, wir müssen nur. Okay. Ja. Bang gehabt. Wir haben ein bisschen Progress verloren, aber wir sind nicht so. Wir sind nicht stuck. Und das ist schon mal absolut viel wert. Also das ist schon mal Praise the Sun und so. Gut, ich weiß nicht, welchen Gott man hier mal anbietet, aber puh. Das wäre jetzt richtig dumm gewesen. Das wäre richtig, richtig dumm gewesen. Die beten mir. Sie beten zu Long. Long ist auch so gut. Mm. Oh Gott. Long ist jemand, zu dem würde ich auch beten. Aber ganz sicher. Okay, nee, wir ziehen durch. Elevator ist aktiv. Fuck that shit! Die Mobs können mich alle mal. Save your double jump for dash irgendwas afterwards. Aber welchen Double Jump? Wir haben noch keinen Double Jump.
Noch nicht. Okay, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir versuchen mal direkt oben zu bleiben. Wir ignorieren diesen Raum da unten, sagte er, und er hat schon wieder vergessen, dass es ja eine kleine, aber feine, ziemlich doof platzierte Hitbox am Ende der Leiter gab. Also, ne? Ganz komisch. Hier, das ist, also, es ist, okay. Ja, die Rohre sind sowieso weird. Ich dachte gerade schon wieder, ich wäre stuck. Das wäre gar nicht cool. Da unten waren wir schon einmal und das hat uns nicht weitergeholfen. Jetzt würde ich gerne noch mal gucken. Scheiße. Na gut. Wir machen das Gate erstmal auf, das ist okay. Was man geöffnet hat, braucht man nicht nochmal öffnen. Und jetzt werden wir wahrscheinlich, genau, wir ignorieren das. Wir werden schlauerweise mal auf der anderen Seite gucken vom Raum. Ob wir da irgendwas machen können. Genau, da drüben nämlich. Wait, war diese fette Tür davor auch schon da? Ha. Moment mal. Erreichen wir die von da? Ne, es ist zu tief, ne? Hm. Einfach mal gucken. Einfach mal gucken, was geht. Ich kenne mich hier ja null aus. Es ist auch... die Rohre ist noch ein bisschen pain in the ass. Also auf denen zu laufen, das ist schon nicht so lustig, wie man sich das vorstellt. Und das schaffe ich, glaube ich, nicht. Wait, komme ich hier nicht zurück? Ihr sons of bitches. Sorry, aber... Okay. Ja, nee, ist klar. Aber da oben würde es vielleicht auch lang gehen. Oh, rutscht man da permanent ab? Ach ja. Ja und ja. Den Rohren rutscht man die ganze Zeit. Okay, uncool. Sehr uncool. Okay, aber... Ach so, warte mal. Gut. Ah, doppelt gut. Okay, 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 okay. Ja, wenn man Sachen anvisieren kann. Ich bin schon wieder stuck, kann das sein, oder? Warte mal. Nee. Ich kann mich hier rausretten. Sapphire. Das ist gut. Das ist gut. Die sind Geld wert und wir haben schon eine Menge von denen. Die sind Geld wert. Wir haben eine Menge von denen. Wir können uns dann in der Stadt bestimmt schön was kaufen. Ey, come on. Oh, warte mal. Da fällt mir ein. Wenn wir einen Potion nehmen, dann scheint er wieder im Droppool mit drin zu sein. Aha! Stoneheart City. Ja, nice. Oh, und was ist das? Ancient Relic. Ancient Relic. Royal Scroll. Aber ich... will ich hier nochmal rein? Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich bin ganz froh, wenn ich draußen bin aus der Suppe hier. Na, wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Ich würde gerne die Stadt sehen. Ich denke mal, ihr habt auch Bock, die zu sehen. Ich würde euch gerne zeigen. Nur ein bisschen handeln. Mal gucken, wie so die anderen NPCs aussehen, wie die so drauf sind. Sagte er und fällt erstmal in die schöne schwarze Suppe. Ah, und jetzt ist eine kleine Katze. Wait, das ist nur die... Ich hab's mir ganz anders vorgestellt. Ich weiß nicht warum, Stoneheart City. Aber ich hab's mir anders vorgestellt. Oh boy, na gut. Es gibt ein Bonfire. Das ist schon mal gut. Denn ich gehe immer noch davon aus, dass man dann zwischen den Bonfiren traveln kann. Oh, was sind wir hier? Da oben ist Licht in diesem Raum. Könnte ein Pop sein. Oh. Hello there! Ari, the crafter. Good evening, young one. I've been waiting for you.
They refer to me as Ari the Crafter, but you may simply call me Ari. For centuries, my family has dedicated itself to the art of making tunics and swords. The needle of fate has spoken to me. Quite some time ago, I foresaw our encounter. I don't quite know who you are, nor am I aware of your role in this land, what my part is in your journey, but it is the will of the needle that I assist you. How can I help you? Okay, wir kriegen Farbe, die wir kaufen können, aber ich finde Schwarz eigentlich ganz gut. Oder dieses Navy Blau Anthrazit. Regenbogen. Nee, dafür haben wir jetzt kein Geld. Very well. May the Queen be with you. Tale, young swordsman. The story I will relay is the tale of the five temples. A long time ago, there were five gods. These gods gave birth to Penumbra. They created hope for the living. In return for such deed, the people of Penumbra built great temples to honor the gods. Five temples for five gods. At peace, the gods embraced their temples, and the temples became their deathbed, where the gods were to rest eternally. Ein Gott haben wir schon getroffen. Wir sollen in den Wald gehen. Ich glaube, Noro war der Name. Also das ist wahrscheinlich, ne, Waldtempel, The Legend of Zelda, machen erstmal Waldtempel. Erstmal ein Walddungeon, dann gucken wir weiter. Thousands of years passed, and eventually, as the balance between light and shadow as always dictated, their rest was interrupted. Much worse than that, in fact. You see, before eternal slumber, the gods had given birth to a queen. This powerful queen ruled the land. Blessed with the powers of the gods, she kept Penumbra safe and hidden. Hidden from the shadow. But the black shadow was persistent. It didn't rest, and eventually it found the castle. The castle was soon overpowered, and the queen was possessed by the shadow. Das Hyrule Castle am Anfang, wo wir gestartet sind, das ist das bestimmt. Das ist alles. All die Tempel, dann wird gebacktrackt in den großen, in das große Schloss, dann sind da wahrscheinlich auch alle Türen offen und dann ist richtig, Action. Dann ist Gandalf zurück. Driven by darkness, she called to her most loyal lords. The lords responded to her call. Each of them was tasked to lead an attack, to enter one of the five temples and slay its god in its sleep. The people of Stoneheart prayed to the gods, but the gods never appeared. What was of them, no one knows. Swordsman, it was my task to tell you this tale. The needle is never wrong. However, it is up to you to discover why. May the queen be with you. Oh, wir können Feuer ausmachen. Nein! My bad, ich wollte dich schlagen. Ich muss den Link rauslassen. Ich muss Dinge kaputt hauen. Oh, danke sehr. 400! Sehr nett von dir. Okay, also da ist schon mal ein NPC. Diesen Sprung werden wir nicht schaffen, aber da ist eine Leiter. Wir gehen erstmal in die Mitte. Resten erstmal am Bonfire. Game is saved. Und dann haben wir keinen weiteren Geist, deswegen ist das alles hinfällig. Oh. Der Gott, den wir getroffen hatten, der hatte so eine ähnliche Contraption, in der am Chillen war. Die Eternal Flame. Penumbra-Dinge. Es ist bestimmt der Gott aus dem Wald, den ich dann hier wieder abliefere. Bookset. Okay, wir haben ein paar Bücher gefunden. Sidequesting. Fire Essence. Fire Essence hat sich scheinbar doch am Lager aufgeladen. Ist das ein Gegner? Nee. Okay, ich habe mir die Stadt warum auch immer lebendiger vorgestellt, aber ich sag mal, wenn es die einzelnen Shops gibt, ist das ja auch ganz süß gemacht eigentlich. Da ist er wieder. Hey, Friend. Hey, yeah, how's my favorite elevator, Nautic? How did it go with the elevators? They really are awesome, don't you think? Oh, and by the way, I have something in my possession that may interest you. It is an odd stone. I really don't need this kind of stuff, but maybe you want it. It is said that this odd stone was stolen from one of the sanctuary angels in Penumbra. Amazing, right? Go ahead and take it. Kind of resembles a face. Das irgendein Schlüssel ist? I hope you like my gift to you, friend. Das ist ja wohl das Mindeste, nachdem du uns so ausgeraubt hast, ja. Wir sind große Elevator-Fans. Und dann sowas. 2400. Okay, hier scheint nichts mehr zu sein.
Darüber oder erstmal? Wir gehen erstmal darüber. Da hinten ist ein Bücherzeichen. Vielleicht ist es jemand, wo wir Bücher abgeben müssen. Wolfgang, Flute Player, you startled me. Did you see I was practicing my music? You aren't from around here, are you? It's soothing to see new survivors going about. You can call me Wolfgang. Ever since I came to the city, I cannot stop thinking about the city's temple. Something about it calls me in. They say it was once home to a god called Nuos. Das war's, Nuos. Ja genau, den haben wir schon getroffen. Do you think that's really true? I'm not from these parts either. You see, I'm from Rust Village. What? Have you never heard of Rust Village? Komische Dorfinfo. Ja, die ist ein bisschen, ne? Runterfallen, hochklettern, runterfallen. Ja, und ich dachte, es wäre lebendiger. Ich habe mir so... Ich weiß nicht warum. Ich habe direkt einfach nur an Platz gedacht. Da Häuser drumherum und der Rest liegt so in Schutt und Asche. Aber es ist so ein bisschen... So was anderes. So, jetzt können wir noch ein bisschen Emotes machen. Können wir hier tanzen? He does not care at all. Wie kommen die Alten von A nach B? Da 5 Meter durch die Luft. Die haben doch alle Teleport-Spells. Aber ja, das ist ziemlich unpraktisch, das Ganze hier. Und da fällt mir ein, ich möchte mal ganz kurz gucken. Steam. Es ist Singleplayer only, also die Emotes sind doch nicht für PvP gedacht. Ich bin sehr irritiert, wenn ich das mal sagen darf. Oh. Bookset. Noch ein Bücherset. Okay. Was haben wir hier? Komisches Kerze. Kerzel in Anführungszeichen. Komischer Turm. Aha. Greetings, friend. My name is Morg. I'm a librarian and merchant by blood. Descendant of the ancient Morkos family. I collect books and objects and harness the knowledge hidden within. As a matter of fact, to celebrate our new acquaintance, if you bring me 5 books, I will give you a valuable reward. Tell me now, are you interested in trading with me? Yes, ich habe 2 Bücher. Zeig mir, was du hast. Das sind Geister. Possess book. Performing a spin attack after dash increases the spin attack's hate. Doubles the amount of collected. Oh, baby! Rare snow? Type of snow? Used for easing any type of pain. Lifesteal. Golden Lust. Doubles the amount of collected. Frage an euch. Frage an den Chat. Wer hat damals Lego Star Wars gespielt? Ist egal welches Spiel. Ich glaube, alle Spiele hatten das. Wer hat damals Lego Star Wars gespielt? Tell me now. Sell. How many? One. All? Ich verkaufe mal 2. Ja. Icke, zu der Tag's guter Mann. Mit dir und anderen. Ich erinnere mich. Das ist... Solche Nummern, ja? Auch in Lego Star Wars immer. Ich weiß, es gibt coole Charaktere, aber in... Sammelt immer Geld für den Multiplikator. Immer für den mal 2er, dann für den mal 4er, dann für den mal 6er und dann macht ihr mit einem Level so viel Geld, dass sowieso alles egal ist. Not enough space. Ah, shit. Ich hab grad... Okay, egal. Tell me now. Are you interested in trading? Yes, shop. Gib mir mal... Die Large Pouch kann ich gar nicht kaufen. Ich kann keine 4000 im Inventar haben. Du bist ja ein Schlingel. Oh, und Lifesteal will ich haben. Genau. Ne? Das ist dasselbe Prinzip. Multiplikatoren immer kaufen. Lego Star Wars. Haut es rein, kauft euch die Multiplikatoren und dann gönnt euch. Es gab hier später dann so teure Upgrades, auch in den neueren Spielen. Das ist die Frage. Verkaufe ich noch so viel, da brauche ich die zum Craften. Lifesteal wäre schon praktisch. 2-2. Egal. Wir haben fuck the shit. Y zum Beenden ist ein bisschen komisch, aber ansonsten ist alles cool. Bookhunting. Oh, da kann ich nicht hoch. Oh, warte mal, da kann ich hoch. Aha, ja. Ich glaube, mit diesen Steinkaminen hat das auch noch was auf sich. Ich weiß nur noch nicht was. Oh, und jetzt muss ich euch mal zeigen, ne? An alle, die neu gerade sind im Chat. Das funktioniert hier nicht.
Bei dem Alten, der mir die Spirits gezeigt hat, der hat auch so einen Top. Und ich dachte mir, ich spring da mal rein, weil, keine Ahnung, könnte mich ja heilen, irgendeine Heilsuppe. Nein, ich bin ertrunken. Ich bin in seinem komischen Pott ertrunken. Das kannst du dir nicht ausdenken. Okay, jetzt müssen wir Folgendes tun, Leute. Wir müssen eigentlich noch ein Buch einsammeln, das ist das dritte. Und dann müssen wir theoretisch mal an den Spawn zurück. Oh, was haben wir hier? Okay, fair enough. Map-Übergang wahrscheinlich, Sapphire, oder? Oder ist das Map-Übergang? Alles Klärchen. Ja, nein. Gut zu wissen. Zum Backtracken später absolut wichtig. Aber jetzt gerade nicht so. Da oben ist ein Schalter. Und damit kommen wir dann in den Tempel rein. Okay. Ja, okay. Finde ich gut. So, auf dem Baum kann man bestimmt auch landen. Oh boy. Schaffen wir das? Ja, okay. Jetzt geht der Tempel auf, perfekt. Wir gehen aber nochmal zurück. Wir müssen die Stadt noch erkunden. Zum einen der Bücher wegen, zum anderen müssen wir gucken, dass wir... Zack. Allen NPCs mal Hallo sagen, Dinge kaufen, Spirits equippen. Das sind übrigens alle, die scheinbar... Ah, das sind alle die 18 Stück. Und ich bin so froh, dass wir vorhin schon, wie gesagt, da oben den dritten Slot... Man fängt mit zwei Slots an. Der Typ, der uns davon erzählt hat, hat auch gesagt, ey, du kannst. Also, wenn du Bock hast, dann können wir dir ja auch noch einen Slot besorgen. Das hat, oben diese Seelen gekostet und... Buch Nummer 4. Und, das, was wir aus diesen Jumping Puzzles, wo man Herzcontainer kriegt. Das da, was wir auch gleich machen werden. Abandoned Path. Da haben wir auch so eine Ressource rausbekommen und da war das dann alles quasi zu... Nee, machen wir nicht. Auszugeben für diese Upgrades. Wir könnten auch noch direkt ein zweites, hätten wir uns kaufen können, dass wir 4 Spirits haben. Denke ich, glaube ich. Ich dachte, ich hätte nachgeguckt. Ja. Aber weil es hieß, yo, da ist eine Stadt, in die du dann gehst. Dachte ich mir, nee, wir lassen mal diese eine Ressource liegen, weil könnte ja absolut wichtig sein. Wisst ihr, wie ich meine? Das, so doof kann man ja manchmal gar nicht denken. Ne? Dann hat man die Ressource verballert und kriegt dann hier vielleicht irgendwelche krassen Waffen-Upgrades. Ne? Und dementsprechend war ich da natürlich sofort dann hab gesagt, nee, lassen wir... Mal gucken, ob es sich lohnt. Das ist ja bisher, wir haben jetzt 3 NPCs. Ne, mehrere. Oh, und hier ist so ein Dungeon. Uras Gleit, Difficulty 3 Stars. Hatten wir noch nicht. 2 war das höchste und 2 war schon tricky, vor allem, weil ich mich mit den Kristallen... Ich habe einen Moment gebraucht, um in so eine Kristallmechanik reinzukommen. Und diese Steine, die zerfallen nur, in Anführungszeichen. Also sollte das eigentlich... einfache Nummer werden. Wait. Ja, wer warten kann, der ist im Vorteil. Was hat es damit auf sich? Oh! Ich war zu ungeduldig. Geht es hier weiter? Ja! Es ist schade, dass es da durchklippt. Sie hätten einfach ein Loch in den Stein machen können. Also, ne? Aber ist okay. Es gibt Schlimmeres. Es gibt weitaus Schlimmeres. Der fährt jetzt los. Floaty Boy! Okay. Zu früh. Okay. 3 Sterne. Drei Sterne. Und jetzt überlege ich gerade. Warte mal. Der eine entlade doch ein Upgrade, ein Spirit. Nicht was von wegen, wir haben. Können wir noch an Höhe gewinnen? Hm.
Ich meine, vielleicht ist es hier so ein Punkt, weißt du? Man holt sich ein Upgrade und macht sich das Leben bedeutend leichter. Floaty Boy, Floaty Boy, Floaty Boy! Okay. Und man macht sich das Leben bedeutend leichter, weil man einfach mehr an Höhe gewinnt. Genauso wie mit dem Doppelsprung. Also wenn man irgendwann einen Doppelsprung hat, dann kann man echt nochmal backtracken, falls es solche Dinger hier gibt, wo man sich die Zähne ausbeißt. Dann kann man wirklich nochmal sagen, gut, fuck it, ich komme später wieder. Denn das wäre hier zum Beispiel. Stell dich mal vor, wir hätten jetzt hier einen gottverdammten Double Jump. Dann wäre das alles einfacher. Okay. Oh Gott. Alright. So weit so. Oh Gott, das sieht. Okay. Nein! Okay. Man behält immerhin, muss man mal sagen, die Orbs, die man schon eingesammelt hat. Es ist trotzdem bitter. Es ist trotzdem sehr bitter. Dass es auch keinen Checkpoint bisher gab. Dass es hier so ruhig ist, diese Stille. Wisst ihr, wie ich meine? Die Stille. Also, so ein bisschen Background, aber... Was sind das? Irgendwelche komischen... Glöckchen? Glocken? Beunruhigend. Aber es ist auch der Void, ne? Es ist das große Nichts hier gefüllt. Okay. Okay. Soweit so gut. Okay, neuer Part. Drauf achten. Orbs. Nee, bisher nichts. Okay. Wie die abstrakten Level in Mario Sunshine, genau. Ich glaube, Galaxy hatte auch so abgefahrenen Shit teilweise. Ich war mir sicher, der Sprung würde reichen und ich wollte es mit einem Dash nicht verkacken. Nein, ein kleiner Dash hätte es gerettet. Aber ja, abstrakte Sunshine und Galaxy Level, da gab es das auch. Genau, und am Ende gibt es halt einen ganzen Herzcontainer. Was schon nice ist, deswegen haben wir auch so viele. Ist jetzt alle mitgenommen und ich will das jetzt hier eigentlich auch schaffen. Und jetzt sind wir schon am Ende angekommen, fällt mir gerade mal auf. Ah, wie die Zeit rennt. Aber ich möchte das hier schon gerne noch mit euch durchziehen. Und mir danach noch das, die Stadt zumindest angucken, damit man da keine Loose Ends hat. Donnerstag geht's weiter, wenn ihr Bock habt auf mehr Blue Fire. Donnerstag geht das Ganze in die zweite Runde. Mit dann dem ersten Tempel. Und da bin ich mal gespannt. Das ist dann ja auch der erste Bossfight, den wir so richtig haben. Weil bisher, es gab ja nicht mal einen Tutorial-Boss, ne? Das waren nur die kleinen Mobs. Und dann war's das. Also alles noch sehr spannend. Oh Gott, ich muss Dash-Distanzen richtig einschätzen. Okay. Es ist nicht alles Max-Range. Und es ist, je nachdem, wie lange man drückt, hat man eine unterschiedliche Distanz, die man fliegt. Oh boy. Okay, I'm in for a ride. Scheiße. Und das auf Steinen, die kaputt gehen nach kurzer Zeit. Und das ist Stufe 3 und es gibt 6. Also. Weiß ich ja nicht, ob das später noch. Ich habe auch schon gesagt zu Daytox, eine Runde Super Mario Maker 2 könnte eigentlich auch mal wieder anstehen. Da hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Richtig schönes Platforming. Könnte man auch mal bringen, lange her. Genau, ne, das war wir gerade bezüglich Platforming. Nee, aber ansonsten, genau, Blue Fire am Donnerstag, morgen eine Runde Planet Zoo, wenn ihr Bock habt. Die, ich glaube, 6. Folge, wenn ich mich recht entsinne. Und ich habe so ein bisschen mehr als Ziel gesetzt. Ich will mir mal angucken, wie man eine Vogelvoliere baut. Also, dass man wirklich sagt, ne, kann Leute gehen rein, Leute können sich Vögel angucken, Leute können wieder gehen. Wie genau man das baut.
So, und jetzt volle Konzentration. Okay. Genau, also wenn ihr darauf Bock habt, gerne mal reinschauen morgen Abend. 20 Uhr geht das Ganze natürlich los, wie gehabt, wie gewohnt. Und ansonsten, Donnerstag ist klar. Sonntag werden wir noch ein Raft spielen. Da könnt ihr auch sehr gerne einschalten, vielleicht sogar noch mitspielen. Wir sind zwar 4 Mann, aber ich dachte, jemand hatte mal gesagt, es gibt mehr als 4 Leuten. Also könnte man sich zusammen mal anschauen, wenn ihr da Bock drauf habt. Ansonsten ist natürlich auch immer fleißig. Oh Gott. Freue ich mich natürlich auch immer über fleißiges Zuschauen. Das läuft gut, das läuft gut. Ich habe es wahrscheinlich erst gejinxt. ja, und das wäre quasi so die Woche für das Erste. Okay, wo? Oh, rechts stehen. Nein, warum ist da so ein Orb? Okay. Oh boy. Warte mal, ich kann da hochspringen, oder? Ja. Ich wollte es gerade schon wieder komplizierter machen, als es ist. Okay. Letzter Sprung! Und wir haben es geschafft. Das ist der nächste Erzcontainer. Wir haben an der Stelle immer noch nicht rausgefunden, wie viel das Estus uns heilt. Ob es alle Herzen sind, ob es die Hälfte ist. Genau, auf jeden Fall haben wir jetzt hier so einen Schrein geschafft. Warte, von wo sind wir gekommen? Wo wollen wir hin? Sehe ich da etwas, was man abusen kann? Moment mal. Ne, okay, man rutscht runter. Egal. Da unten wäre das nächste Teil. Ich möchte aber erstmal. Oder. Ne, wir sind nicht von hier gekommen, oder? Ne. Nein, 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 nein. Das ist eine Bar. Eine Taverne. Poi, Stoneheart Innkeeper. Hey there, Stranger. Call me Poi. I run this tavern together with my pops. Although he doesn't like to tell customers. I'm the brains behind this business, really. Pops has gotten pretty old now. So I make sure our prices are fair, and that we have enough blue fire for everyone. Travelers like yourself should definitely carry some fire. Would you like to buy blue fire? Ich würde gerne einen Slot kaufen. Shit, okay, ich muss Dinge verkaufen. Oder Boxen kaputt machen, Seelen gedroppt bekommen, die natürlich verdoppelt werden. Das lohnt sich ja so hart. Immer genug. Dead Red. Dead. Da sind die. Warum haben wir eine Ratte eingesammelt? Und immer genug. Was meinst du jetzt mit immer genug, mein Guter? Die Fire Essence? Die Estos? Ja, von denen kann man nicht genug haben. Nein, 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 nein. Bitte. Bitte geh. Ich wollte nicht ins Gesicht schießen. Oh. Kann ich hier noch Dinge smashen? Ja! Ich kann sie einfach rausrauben! Ich komme vorbei. Emerald Ore. Nehmen wir das mit? Oh, da sind noch Seelen drin. Wow. Ja, hallo, guten Tag. Ich würde mal kurz ihre Einrichtung demolieren. Die Gäste bestehlen, sie bestehlen. Ihn kurz mal anlabern. Burdock, ein Ohnopfief. Yikes, you scared me! What? What am I doing? Okay, fine. Yes, I was stealing, but let me tell you something. Stealing is an art in itself. See, the old tavern keeper has no idea I'm here. You should join me. We could split the loot. It is important that you have a big enough pouch so you can carry all the loot. Lucky for you, I have an extra one right here. Are you interested in buying a small pouch? I hand it over for 2000. Goddammit, wieso haben die alle so wichtige Dinge? Okay, ich brauche 2000 Coins. Scheiße. Und mit den Dingern hat es wirklich noch was auf sich. Hello there, greetings there, nice to see your face around. My name is Bremo, nice to meet you. I run this tavern with my daughter Poi. We provide food, water and blue fire for the survivors here. We also provide shelter for travelers. But you don't look like you'll be staying much, will you? Say, would you help an old man out in the name of the queen? You see, I used to travel often to the graveyard, but last time I went I was scared off by shadows.
Alle wollen sie dein Bestes. Dein Geld. Ach so. Ja, natürlich. Alle wollen so mein Geld. Und das habe ich nie genug. I dropped a personal belonging there. Take this key. If you happen to find my lost treasure, please bring it back. Okay, Graveyard Tower. The Lost Memory. New side quest. Hi again. Have you been? Yeah, how have you been? Ich muss verkaufen. Muss ich jetzt wirklich verkaufen, um dann nochmal wiederzukommen, Leute? I don't know, man. Ich sterbe erstmal. Nicht am Fall Damage. Borisas Fade. Ich würde jetzt aber gerne... Nee, ist gut. Wir machen das beim nächsten Mal. Ich sauf erstmal ab. Sehr gut. Der hält sich da nicht fest. Wait a minute. Wie zum Fick komme ich denn von hier runter? Man könnte echt Game Over gehen, kann das sein? Oder ist es so? Nein, das ist nicht. Ich bin nur dumm. I'm an idiot. Never mind. Okay. Also, ich würde gerne noch die Stadt mit euch zu Ende erkunden. Ich würde gerne noch mal verkaufen. Ich würde jetzt gerne abgeschlossen haben, dass wir beim nächsten Mal mit dem Tempel direkt starten. Wir müssen Dinge tun. Ich kann nicht die Tasche aufmachen, während ich hier bin. Ich meine, es macht Sinn, aber... Inventory. Was mache ich mit der toten Ratte? Jetzt mal ehrlich. Key Items. 4 Bücher. Wir müssen noch ein verdammtes Buch finden. Ein gottverdammtes Buch sollte nicht zu schwer sein. What the what? Oh, come on! Okay. Ich muss mehr dashen. Und 5500 müsste ich mir von dem Zauberer damals, nee, von dem Spirit Hunter damals, sag ich schon, in dieser Ruine da müsste ich mir wirklich das Upgrade mal gönnen. Wait, how do I... Ich muss da oben lang, kann das sein? Das ist also, wer diese Stadt gebaut hat. Sehr, sehr unpraktisch. Wait, klippe ich durch das Schwert durch? Ja. Scheiße. Ja, sehr, sehr unpraktisch, wenn ich das mal sagen darf. Nein! Wait, könnte ich, wenn ich das tanken kann? Das ist dumm, das ist viel Damage. Ich starte immer wieder hier unten. Das ist unschön. Das ist unschön. Ich will einfach mal an den Safe-Punkt kommen. Wir müssen ja auch speichern irgendwo. Wir müssen ja auch irgendwo speichern. Ein Buch findet man bestimmt da oben. Okay. Genau, mein Plan ist es von da oben bis darüber. Weil ich jetzt sehe, das ist vielleicht nicht der beste Plan. Das Layout verwirrt mich hart, Leute. Okay, und jetzt will ich von hier... an Efeu klettern, das ist eine Idee. Warte mal. Erstmal hier die Leiter. Und dann... Bin ich bei noch einem NPC? Es ist Link! Ich meine Farrah, der Lost Boy. I thought you were a shadow. That's just that I'm so lonely. I miss my mom. She went out a few days ago, but never came back. I hope she comes back soon. If you see her by any chance, please tell her to come home. I really miss her. Okay, Link hat eine Sidequest. Wir müssen seine Mutter finden. It's Link! Stimmt, Link ist vergeben, Long ist vergeben. Das ist einfach Lenk. Guter Name. Ab sofort nennen wir ihn so. Oh, was haben wir hier? Nee, okay, ist verschlossen. Okay, but how the fuck do I get back there? Ich will einfach nur in die Mitte. Bitte. Nein! Oh, fuck me. Okay, Efeu. Wir halten auch schon nach Efeu. Stiletok sagt die Efeu. Kann ja wirklich sein, ne? Bisher hatten sie es nur von Leitern. Aber was ist dieses Map-Layout, Bruder?
Da drüben. Vielleicht, ja. Nee. Vergiss es. God damn it. Übel, sage ich euch. Übel, Leute. Und dass man diese Dinger so benutzen soll, das kommt mir alles fishy vor. Tja, das lief ja jetzt nicht so gut, wa? Es ist, ich komme halt legit nicht mehr in die Mitte zurück. Muss ich auf diese Laterne da springen, oder was? Ich meine, das kann doch nicht sein, dass ich da nicht rüberkomme. Kann ich irgendwas anvisieren? Nee. Oh, dann mache ich wirklich nichts. Okay. Okay, also wenn irgendeiner eine zündende Idee hat. Ich hatte gerade so die wilde Vermutung. Aber es ist Schwachsinn. Da haben wir es nicht geschafft. Ich gehe einfach. I don't even care. At this point, I don't. Komm. Nee, ich hatte gerade das, aber ich hatte gerade die Hoffnung, dass man irgendwas anvisieren kann, weil du kannst ja anvisieren und dann so einen diagonalen Dash machen. Abandoned Path. Ist das der Friedhof? Ja. Ah, dann ist es ja auch nicht richtig. Ha. Vielleicht kriegen wir hier irgendeine krasse Ability. Aber wir sind schon am Ende angekommen. Kann ich hier speichern? Ich kann hier speichern. Okay. Game saved. Game saved. Dann speichern wir hier, beenden wir hier. Wir werden nächste Woche, nee, nächste Woche, beim nächsten Stream am Donnerstag, wir werden nicht mit dem Tempel anfangen, mit dem Waldtempel, sondern mit diesem Graveyard, mit dem Dungeon. Und werden dann einfach das... Ich hoffe, wir kriegen da eine Ability. Also, weil ansonsten sehe ich da so ein bisschen schwarz. Weißt du, wie ich meine? Weil das ist ja, also, ein Double Jump. Kein Thema. Vielleicht können die ganzen alten Leute auch einen Double Jump. Oder können fliegen. Aber ja, ist alles nicht so das Gelbe vom Ei gewesen gerade. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass da unten bei diesem Jumping Puzzle, was da wieder war, dass man da vielleicht zur Abwechslung, wisst ihr, nur Herzcontainer, aber vielleicht gibt es bei diesen Punkten Ability. Vielleicht gibt es da einen Doppelsprung. Ich weiß es nicht. Lasst uns überraschen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr so fleißig hier zugeschaut habt. 6 Leute gerade im Stream. Sehr, sehr nice. Schön, dass ihr da wart. Ich habe mich sehr gefreut. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch einen entspannten Dienstagabend. Wir sehen uns morgen wieder, wenn ihr Bock habt. Bis dahin, macht's gut, ja? Ciao, ciao.